großer Junge verlässt mich morgen schon. Schon alles gepackt? Ja, heute Morgen. Ich habe hier ein bisschen Proviant für dich. Bei dem Zeug fällt dir der Staub von der Kapuze. Sie sind Alice Whitman? Ja, Sir. Dr. Eldridge, wir sind froh, dass Sie hier sind. Ihr Vater Frank und ich waren zusammen im Crosslauf-Team. Wir lagen oft Kopf an Kopf, aber ihr hattet den längeren Atem. So, Kopf an Kopf. Und dann altharter Mundgeruch. Irgendein Knecht hat die Kurve falsch und trotzdem 96 Punkte. Was warst du, Alice? 96. Meine Mom hat einen neuen Arschlochmacher. Scheiße. Kannst du mal kommen und das wegmachen? Bestimmt toll hier für dich zu wohnen. Ohne Miete zu zahlen, nur Pool und Garten sauber halten. Er ist ein echtes Sackgesicht. Reichen die Briefmarken? Wenn im Umschlag drin ist, was ich vermute, kannst du dich gleich selbst in den Knast bringen. Hey, ich dachte, wenn du es hast, bin ich aus dem Schneider. Wendy, du bist eine starke Frau. Richte deine Wut auf was anderes. Ich vermisse ihn so sehr. Ich habe mich um ihn gekümmert. 10 Jahre lang. Ja, schön, dann ruf ihn doch einfach an. Frag ihn nach der Schule, Mädchen und wie das Essen ist. Du meinst, ich soll einfach Mainstream sein? Eins deiner Eier guckt raus. Was hast du eben gesagt? Du hast ein Ei rumbaumeln, Mann. Ich weiß, sie sind etwas seltsam, aber sie sind meine Familie. Wir gehören zusammen. Nackte Männer sollten sich nicht so hinhauen. Das sind die hässlichsten Hunde, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Wirklich? Ist das denn ernst?